Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning. Wir müssen jetzt mit dem Primus sprechen, ihm Arkes Reif geben und ich hoffe einfach mehr über Arke zu erfahren. Ihr habt Arkes Reif in eurem Besitz? Dann ist der Kranz beinahe vollständig. Wie gesagt, die Grundlage ist Gold mit eingravierten Gebetsrunen. Nun muss er mit Blut und Mühsal umflochten werden. Die Kolossai stellen die Grundlage bereit. Die Natur sorgt für die Insignien. Doch die Lorbeeren des Kranzes muss man sich verdienen. Wir brauchen Federfahnen der Terexe. Sobald wir sie haben und der Kranz vollendet ist, kann das Ritual der Buße beginnen. Okay, wir machen ihn aus einem Terex? Ich nehme an, ihr seid schon mal einem Terex begegnet. Vermutlich den Mischlingen, Aasfressern, die sich von Kadavern ernähren. Sie sind eine echte Plage. Wir haben es häufig mit ihnen zu tun. Was wir suchen, sind aber die Federfahnen der Alpha-Terexe. Sie sind kämpferisch und stolz, wie alles Wilde. Ungezähmte der Natur. Um den Göttern die Aufrichtigkeit unseres Glaubens zu beweisen, müssen wir einen mächtigen Gegner bezwingen. Die Alpha-Terexe werden diesen Zweck erfüllen. Okay, wohin gehen wir? Die Götter haben euch gesandt, um Zeugen unserer Buße zu werden. Und dafür müssen wir den Kranz der Absolution fertigstellen. Der Kranz wird aus großen Federn, den Federfahnen der Alpha-Terexe, angefertigt. Sie leben in Horsten im Süden. Okay, erzähl mal bitte mehr über Arkes. Er hat mein Volk in die Ära geführt, die ihr heute vor euch seht. Die Götter waren seiner Herrschaft eindeutig nicht gewogen. Okay, das hat er uns schon mal erzählt. Die Erlöse. Okay, wir müssen tatsächlich jetzt mit Anokatos zusammen dahin. Aber ich denke mal, wir müssen runter in die Zähne von Naros, würde ich mal fast vermuten. Es passt ja. Ich überlege, ob ich jetzt erstmal den Teil hier mit der Kanalisation noch mache, weil alles andere führte uns, glaube ich. Wir können eine Belohnung einfordern. Ah. Moment, wir können eine Belohnung. Ah ja, wir haben ja diese Dingensteile, diese gestohlenen. Wir haben ja die Auftragstafel schon ein bisschen bearbeitet. Hier, genau. Hallo, Pina Dicke. Gut gemacht, Berufene. Der blinde Passagier ist Geschichte. Bitte nehmt das als Zeichen für Idyllas Dankbarkeit. Okay, was ist in der Stadt los? Wenn ihr einen der Aufträge auf der Tafel mit Bittgesuchen erledigt habt, entschädige ich euch für euren Aufwand. Okay, fehlende Erbstücke. Es ist ziemlich bitter, dass wir der Bosheit von Elfen ausgesetzt sind, obwohl wir so hoch über den Zähnen leben. Sie haben irgendwelche Sachen in ihre Höhlen unter der Kanalisation geschleppt. Eine Brosche, einen Götzen und einen Maurerhammer. Ja, wir haben ihn auch, aber wahrscheinlich ist das gut gemacht, Berufene. Es ist traurig, dass unsere Vermesserin tot ist. Aber danke, dass ihr wenigstens ihren Bericht gerettet habt. Hier, nehmt das. Okay, und dann haben wir ja noch die letzte gut Sache. Gut gemacht, Berufene. Danke, dass ihr diese Gegenstände geborgen habt. Bitte nehmt das als Zeichen für Idyllas Dankbarkeit. Okay, jetzt haben wir aber nichts mehr, ne? Jetzt haben wir nichts mehr. Könnten wir wieder was Neues annehmen, aber tropfende Hähne? Eine der Zisternen in der Kanalisation hat zu viel Wasser aufgenommen. Wird sie nicht abgelassen, könnte das überschüssige Wasser die Fundamente der Stadt beschädigen. Wir müssen ja eh nach unten, dann nehmen wir das alles an. Zurück zu den Wurzeln. Einige Urelfen haben in der
Einige Urelfen haben in der Kanalisation der Stadt mit dem Bau eines Nestes begonnen. Finde das Nest und zerstöre es, bevor es zu groß wird. Ich habe Probleme zu lesen, wie es anscheinend ist. Seid gesegnet. So, ich möchte gerne mal in den Markt. Ich muss mein Inventar ein wenig aufräumen. Eindeutig zu viel Zeug. Beziehungsweise wir können Kann mal ich euch für einen Trank begeistern? Alchemielabor. Kann ich euch für eine Rüstung? Willkommen in Idylla, Berufene. Ich hoffe, ihr findet die Stadt ebenso prächtig wie wir. Ich würde gerne einkaufen. Ich würde gerne verkaufen und ich würde gerne Plunder verkaufen. Verkaufen. Ursprünglicher Spiegel. Was ist das nochmal? Ach, das war... Was ist das? Was ist das? Habe ich das noch vom letzten... Ich bin nicht sicher. Ich habe irgendwie total viel Zeug, von dem ich nicht mal weiß, was es ist. Okay, die können wir verkaufen. Die können wir auch verkaufen. Die bringt uns nichts. Selbst wenn wir die ganze Rüstung kriegen, bringt uns das nichts. Volltrefferchancen mit Magie minus Himmel. Ja, stimmt. Das war nicht schlecht. Ja, hier noch irgendwas, was wir ihr... Ja. 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 Okay. Ein bisschen weniger Zeug im Inventar zu haben, ist nicht schlecht. Goldene Kelche. 4 Stück. Ja, bitte. Wir haben schon ganz schön viel Kohle wieder. Könnten auch mal hier wieder Gemmen verkaufen. Zeug für die ein Geistgewesen Kram können wir verkaufen, weil das brauchen wir nun mal einfach nicht. 6-mal Furchtschupfen Kopfbedeckung brauchen wir definitiv nicht so oft. Wir verkaufen mal 4 und hiervon auch mal 2. Was ich brauche, ist Furchtschuppenstiefel. Vielleicht hat sie ja sowas. Das könnten wir ja gleich mal gucken. Okay, haben wir irgendwas? Azurit-Schiene brauchen wir nicht. Silvanit. Brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Das ist das, was alles kann. Das, was... alt ist, also niedriger ist, können wir auf jeden Fall verkaufen. Also was aus Materialien ist, die wir einfach nicht mehr brauchen. Beim Rest bin ich mir nicht sicher. Das lassen wir mal. Wir haben Tilts Sammlung auch noch nicht fertig. Ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt schaffen. Meine Herren, wir haben so viel Zeug. Das ist Wahnsinn, was ich hier an Handwerksmaterial habe. Das ist krass. Okay, den Stahlkram können wir auf jeden Fall verkaufen. Ulmenholzschutz. Das macht zwar keinen Platz im Inventar, aber das bringt uns Kohle. Nicht, dass wir das bräuchten. Über die Alchemie. Über die Artefakte. Über das Huhn. Das machen wir jetzt noch alles weg. Es bringt halt einfach Kohle. Fertig. Reparaturkit. Nichts mit. Ursprüngliche Klingen haben wir tatsächlich gefunden. Das ist interessant. Geschichte der Kolossei 1 haben wir. Ja, das ist alles noch vom letzten DLC. Was hat sie denn unter Kaufen? Gucken wir mal, was sie uns verkaufen könnte. Hat sie vielleicht... Ah, sie hat nur das. Okay.
Passt auf, wo ihr hintretet hier oben auf der Agora. Ja. Es geht ziemlich weit runter. Ja, okay. Ich kann eure Ausrüstung reparieren. Kommt zu mir, wenn ihr eure Ausrüstung reparieren wollt. Ja, reparier mich mal. Okay, alle. Wow, gut, dass ich relativ Lebt viel wohl. Geld jetzt... Irgendwas, nur die Feuerklinge, okay. Was ist sie? Willkommen Platon. Auf dem Markt von Idylla, den hatte ich mir anders, den hatte ich anders Kann in Erinnerung. Kann ich euer Interesse für eine frisch geschärfte Waffe wecken? Was hast du denn so? Vielleicht irgendwas Nettes? Ich meine, man weiß es ja nicht. Schockende Chakrams der Wildheit. Okay, nee. Gedöns. Gehabt euch wohl, Berufene. Ja, ja, das ist stehlen. Gang. Ja, wir könnten mal... Einen besseren Gemmenschleifer gibt. Mal hier nochmal. Nicht, ob wir hier epische... Okay. Nein. Eis. Das ist interessant. Plus 20... Machen wir einfach mal. Wir stellen einfach mal ein paar epische her, auch wenn wir die vielleicht gar nicht brauchen. Ist das immer mehr? Okay. Vielleicht kriegen wir ja irgendeinen Gegenstand hergestellt, wo wir alles Mögliche ein... Die habe ich schon. Wo wir alles Mögliche einfügen können. Haben wir mal physische und Gift. Das ist Gold. Schutz. Okay, Erfahrungsbonus ist jetzt nicht unbedingt was, was wir brauchen. Das ist alles... Ne, wir brauchen werden makellose. Okay. Okay. Interesting. Was könnte ich denn hier entfernen? Die abgeschirmte? Ich weiß nicht mehr, was die tun. Das ist das Problem. Noch was aufwerten? Nee. Okay, kannst du uns das beibringen? Die Verarbeitung von Gemmen ist meine Spezialität. Ich glaube, beim Gemmenschleifen sind wir noch nicht... Ach so, er kann die Gemmen entfernen. Okay, wir können bei ihm nichts lernen. Ich höre nur Spitzenzauber bei meiner Ehre. Okay. Nach welcher Art von Ausrüstung sucht ihr? Seht euch nur in aller Ruhe um. Was hat sie denn so? Ach, bei ihr kriegen wir Gemmen. Ah, was ist das? Okay. Was ist denn die Gemme des mystischen Wohlklangs? Ah, das ist, unsere ist besser, aber... Kaufen? Ah, wir können ja alles verkaufen. Ich bin hier, falls ihr etwas braucht. Ja, nee, ich... ich musste jetzt erstmal gucken hier, ne? Ja, aber jetzt haben wir uns repariert, wir haben Zeug aufgewertet... Zeug. Ach, aber eine Sache muss ich mir jetzt doch nochmal angucken. Was war denn das, was wir hier gefunden? Da. Das ist ein Stab, oder? Das ist ein Stab. Ach, okay. Ist das der Stab? Die Kolossei waren nicht immer Meister der arkanen Künste, eigneten sich diese aber rasch an. Seit einige Handwerker der Kolossei diesen Spiegel mit ursprünglicher Magie beseelten, kehrt er jedes Element, das sich in ihm spiegelt, um. So wird aus Feuer Eis und Eis wird Feuer. Interesting. Werde ich mal nicht so wegtun. Ja, schon. Was war das denn? Von wo haben wir das denn? Zähne von Naros. Stimmt, hatten wir. Das ist aus dem Besitz des toten Kel. Qual. Qual ist nicht so gut tatsächlich, aber. Ja, okay. Wir haben aufgeräumt. Das ist schon mal ganz gut. Haben jetzt wieder ein bisschen mehr Platz im Inventar. 91 ist nicht so super, aber immer noch besser als nichts.
Okay, wir haben... Nee, mit ihr können wir jetzt nicht reden. Müssen jetzt, denke ich, diesen Fahrstuhl wieder benutzen. Um uns dann... Anokhatos wandelt unter uns und die Bürger sind voller Ehrfurcht. Euch mag diese Handlung unbedeutend erscheinen, Berufene. Aber sie genügt, um meinen Brüdern und Schwestern Hoffnung zu geben. Ich danke euch. Nicht zuletzt auch in ihrem Namen. Okay. Vielleicht können wir ja... Ja, wie kann ich euch helfen? Okay. Gut. Lebt wohl. Leider kann sie uns nicht, oder wird sie uns nicht neue Dinge erzählen. Das ist sehr schade. Ja, wir reisen jetzt zu den Zähnen von Maros. Ich bin gespannt. Okay, wir treffen uns hier mit Anokhatos. Hier, ah, da sind die Pterix-Horste. Da ist das Labyrinth, da kommen wir zuerst hin. Karungsturm. Okay, man kann sich jetzt schon vorstellen, hier ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Sekandras Lager, da sind wir hergekommen. Hier ist das Labyrinth, hier sind die Pterix-Horste und dann ist hier noch der Schrein der Luft. Also, ja, es ist ein kleinerer DLC als der erste. Also als der, den wir zuerst gemacht haben. Wir hätten erst den hier machen sollen, glaube ich. Das wäre von der Story her sinniger gewesen. Aber gut. Da ist auch wieder ein Stein. Das ist der erste. Was? Dann gehen wir auf den Keks mit ihr. Okay. Ich wollte gerade den Stein hören. Als Amalur jung war, lebten die Uranos und zehrten allein von den Gebirgslanden. Sie waren nicht von den Göttern gesegnet und somit blind für ihr eigenes Potenzial. Wir lebten in Unwissenheit unter den wilden Völkern. Wir vergeudeten die Geschenke der Götter, uns selbst. Okay. Da liegt eine Schriftrolle. Alter Brief. An meine Galatea. Ah, es ist endlich verbracht. Idylla wurde in die Wolken über uns emporgehoben. Dies ist wahrlich ein Zeichen der Götter, dass sie zufrieden mit unserem Werk sind, mit meinem Werk, der Errichtung dieser perfekten Stadt. Aber ich habe es nicht allein für die Götter getan, sondern für dich, meine einzig wahre Liebe. Du würdest es lieben, diese Stadt am Himmel zu sehen. Denke nicht, dass meine Besuche mit der Emporhebung der Stadt nun ein Ende haben. Sobald hier oben alles geregelt ist, werde ich dich wieder besuchen. In Liebe, Pracitor. Okay. Hier stand alter Brief. Die Frage ist, wie alt ist dieser Brief und wie lange ist es her, dass die Stadt emporgehoben wurde? Das habe ich immer noch nicht so ganz raus. Es sei denn, es wurde gesagt und ich habe es irgendwie vergessen. Das würde ich jetzt nicht als unmöglich betrachten. Na, wenn hier nicht Elfen sind. Das ist unmöglich. Diese Statue einer Kolossei scheint unvollendet zu sein. Die Signatur im unteren Teil lautet Pacitor. Ah. Ha? Hm. Haben wir irgendwas nicht mitgekriegt? Alter Brief. An meine liebste Galatea. Die Stadt macht enorme Fortschritte. So langsam sieht sie aus wie der Ort, den die Götter für unser Volk vorgesehen haben. Bei jedem Schlag, den ich mit meinem Hammer und Meißel gegen diesen Fels führe, stelle ich mir den Ort vor, den wir uns einst für unser Leben erträumt hatten.
Ich wünschte nur, du wärst hier und könntest deine ganze Schönheit sehen. Er ist alles, was du dir erhofft hast und noch mehr. Sobald diese Stadt vollendet ist, werden die Götter stolz auf sie sein. Das Wissen, dass wir nicht gemeinsam in dieser perfekten Stadt leben werden, erfüllt mich mit Trauer. Aber wenn alles gut geht, habe ich vielleicht eines Tages die Möglichkeit, dich hierher zu bringen. Ich freue mich auf meinen nächsten Besuch, Pazitu. Ist sie eigentlich tot und er hat es nicht kapiert? Also, oder er weiß, dass sie tot ist und er will ihre Statue holen, die er für sie errichten wollte. Ich bin verwirrt. Ich gucke jetzt mal gerade hin. Liebesdienst. Ich habe getan, was Pazitor mir aufgetragen hat. Dort, wo ich seine Frau finden sollte, fand ich jedoch nur eine unvollendete Statue einer Kolosseifrau, die von Pazitor signiert war. Ich sollte zu Pazitor zurückkehren und eine Erklärung verlangen. Ja, ich denke mal, die ist tot und er will die Statue hochbringen, weil... Und dann vielleicht auch vollenden. Also das nehme ich jetzt zumindest mal an. Das ist noch so eine Statue. Okay. Nee, erstmal mit ihm reden. Ich habe schon viel von euch gehört. Ihr müsst die Berufene von Etene sein. Ihr seid wirklich etwas Besonderes. Besonders genug, um mir bei einer Sache zu helfen, die mir große Sorgen macht. Okay, wie kann ich helfen? Ich will diesen Schrein wiederherstellen, damit ihn die Patrouillen in den Zähnen von Naros nutzen können. Der Schrein speichert den Segen der Götter und überträgt sie auf spezielle Litaneien. Leider ist die Magie des Schreins erschöpft. Er kann aber repariert werden. 5 dieser Litaneien würden die Magie des Schreins wiederherstellen. Ich finde die Litaneien. Nein, erstmal, wie funktioniert das nochmal? Der Schrein speichert den Segen der Götter. Egal ob Heilung oder... Unverwundbarkeit. Er vermag den Gläubigen alles zu spenden. Aber die Segnungen des Schreins könnten auf spezielle Litaneien übertragen werden, damit die Magie überall genutzt werden kann. Dieser Schrein hat seine Magie verloren. Aber er kann wiederhergestellt werden, wenn wir 5 Litaneien zu ihm zurückbringen. Okay, ich finde die Litaneien für euch. Ich danke euch. Ich würde sie ja selbst suchen, aber dazu müsste ich meinen Posten verlassen. Und das darf ich nicht. 5. Ja, 5 Litaneien müssten magisch genug sein, um den Altar wiederherzustellen. Besorgt sie und bringt sie hierher. Okay, wo finde ich diese Litaneien? Sie sind irgendwo in den Zähnen von Naros. Wo genau, weiß ich nicht. Aber wenn ihr die Augen offen haltet, werdet ihr sie gewiss finden. Okay. Seid vorsichtig hier draußen. Gucken wir nochmal in die Truhe hier. Nein, mal gucken, wenn das Schriftrollen sind, die einfach so rumliegen, sammeln wir sie halt ein, ne? Wenn wir sie finden. Wie immer. So wie hier. Warum halt das hier so komisch? Das ist seltsam. Als ob wir in einer Höhle wären. Wir sind aber nicht in einer Höhle. Weird. Hier ist wieder weg. Aha. Okay. Uns jetzt erstmal ein bisschen wieder hier um die Hauptquest und... Okay. Das ist ein...
Hätten wir gar nicht hinmusst. Fällt mir gerade auf. Für ein Ring. Ein klärisches Auge-Ring. Moment. Volltrefferchance mit Nahkampfwaffen und plus 10% Feuerresistenz. Ja, nice, aber nicht so gut. Mal bestimmt noch rein, deswegen gehe ich da jetzt noch nicht rein. Prismärebein. Ich frage mich ja manchmal wirklich, wer sich das mit dem Blut ausgedacht hat in diesem Spiel. Okay, da ist er. Anokatos. Wir sind da. Sehr gut. Ich spüre, wie die Hoffnung wieder durch meine Adern strömt. Die Aussicht auf eine Aussöhnung schenkt mir eine zweite Jugend. Kommt, wir müssen die Alphas sämtlicher Horste töten. Mit ihren Federfahnen werden wir die Wünsche der Götter erfüllen. Okay, wo finden wir die Pterix-Federn? Die Terix-Horste liegen in der Wildnis der Zähne von Naros, südlich der Stadt. Wir müssen also keine weite Reise auf uns nehmen, um zu finden, wonach wir suchen. Doch obwohl es dort auch zahlreiche schwächere Terixe gibt, interessiert uns nur das Gefieder der Stärksten und Klügsten ihrer Art. Sie sind die wahre Herausforderung. Okay. Also gut. Also gut. Dann... gehen wir mal los. Okay. Das ist alles so Alphas? So spüret Belens Umarmung. So spüret Belens Umarmung. Ein Alpha und eine Horde. Normaler. So spüret Belens Umarmung. Ja, ist okay. Sonst mal wie. War das das schon? So lasst uns beginnen. Und während wir diese Trophäen an uns nehmen, sollt ihr erfahren, welche Reise die Kolossale auf sich genommen haben, um hierher zu gelangen. Wir waren einst Wilde, nicht besser als die anderen Riesenvölker. Man nannte uns Mairu, und an diesen Namen waren wir gebunden, bis eines Tages Athene zu uns sprach. Sie sprach von einer Bestimmung und Größe, die wir nicht besaßen, aber erringen könnten.
Sie zeigte uns den Weg der Erhöhung. Und wir folgten ihm bis hierher, zu den Zähnen von Naros. Okay, euer Volk stammt nicht von hier? Nein, wir sind weit von der Heimat unserer Vorfahren entfernt. Es war zweifellos der Wunsch der Götter, dass wir unserer unzivilisierten Vergangenheit den Rücken kehren. Und es war notwendig. Obwohl uns die Jotun und Etin einst als Verwandte betrachteten, wurden sie neidisch auf uns, auf die Stärke, die uns durch die Gunst der Götter verliehen wurde. Die Spannungen wuchsen zu einem Krieg heran. Es war ein Zeichen Ethenes an mein Volk, sich eine neue Heimat zu suchen, in der wir das Geschenk ihrer Weisheit auf ewig nutzen könnten. Wir müssen handeln. Okay. Spürt meinen Zorn! Was? Ey, wir sind noch nicht da. Wir sind noch nicht da, Anokatos. Du bist zu schnell. So spüret Belens Umarmung. Belens Umarmung. Okay. Die nächste Feder. Wir durchstreiften die Zähne von Naros auf der Suche nach der Heimat, die uns versprochen ward. Und als alle Hoffnung verloren schien, fanden wir den Hyperion. Er war ein göttliches Artefakt. Keine sterbliche Hand hätte ihn je erschaffen können. Ein gewaltiger Stein. Einsam in der Wildnis. Mit dem eingravierten Bildnis einer schwebenden Stadt. Und im Herzen der Stadt befand sich der Hyperion selbst. Da wussten wir es. Ethene befahl uns, diese wundersame Stadt zu errichten. Es war ein Pakt. Doch wir verrieten dieses Ideal. Hä? Die Götter hinterließen ein Zeichen? Die Götter haben in ganz Amalur Rätsel, Mysterien und Herausforderungen hinterlassen, um zu prüfen, ob wir würdig sind. Indem wir sie lösen, beweisen wir unsere wahre Größe. Der Hyperion ist eine dieser Herausforderungen. Vielleicht die bedeutendste von allen. Doch obwohl wir ihn schon vor Jahren entdeckten, haben wir die Antwort noch immer nicht gefunden. Also gut, berufen. Okay. Das machen wir jetzt auf jeden Fall noch zu Ende. Okay. Spürt meinen Zorn! Meinen Zorn. Okay, da kommen noch mehr. So spüret Belens Umarmung. Okay. Wer ist Belens? Aber gut. Dann holen wir uns jetzt noch das Letzte.
Letztlich erhob sich die Stadt, doch der Hyperion folgte ihr nicht. Das Herz der Stadt blieb unbeweglich an seinem Standort zurück. Das konnten wir nicht hinnehmen. Mein Vorgänger Arkes versuchte, den Hyperion dazu zu zwingen, sich emporzuheben. Doch der Hyperion wies ihn ab. Er tötete ihn und seine Anhänger und versiegelte sich selbst. Unsere Arbeit hier ist vollbracht. Da ihr die Kunst der Magie zu bevorzugen scheint, habe ich dies für euch. Ich habe sie einst selbst genutzt. Mögen sie euch in eurer Meditation leiten. Okay, was geschieht nun? Ich muss den Göttern beweisen, dass mein Volk von Arkes Fehlern reingewaschen werden kann. Mit dem Kranz kann ich ein Ritual der Buße durchführen. Und da ihr die Chiffre tragt, die Verbindung zu den Göttern, werdet ihr es bezeugen. So kommt. Wir müssen diese Zeremonie am Ort unserer ursprünglichen Verfehlung abhalten. Gehen wir zum Hyperion. Okay, wird dieses Ritual funktionieren? Wenn nicht, warum wurdet ihr dann zu mir geführt? Um uns in unserem Leid zu verspotten? Um unser Flehen zu verhöhnen und Salz in unsere Wunde zu reiben? Ich kenne die Götter meiner Vorgänger. Sie würden die Antwort auf ihre Rätsel nicht offen zur Schau stellen, ohne uns die Möglichkeit zu geben, sie zu benutzen. Und nun kommt, der Hyperion wartet auf uns. Okay, erzähl mir doch mal bitte mehr über das Ritual der Buße. Es ist kein Ritual im klassischen Sinne. Wir waren noch nie so tief gesunken und hatten nie zuvor Bedarf an einem derartigen Akt der Überzeugung. Wir müssen den Hyperion unterhalb Idyllas aufsuchen. Er ist der Schauplatz unserer gewaltigen Sünde. Und er wird auch der Ort unserer großen Absolution sein. Okay. Die Erlösung. Jo. Hier war, glaube ich, nur der Halt. Was war denn da? Okay. Gehen wir mal da lang, mal gucken. Okay, jetzt sind wir wieder hier ganz normal in den... Dann können wir das... Okay. Dann können wir das nämlich noch ein bisschen schieben. Und uns um ein paar Nebenaufgaben hier noch kümmern. Auch gerne die Sachen in der Kanalisation vorher noch mal. Ich kann mir vorstellen, dass das dann schon tatsächlich alles ist, wenn wir dieses Ritual machen und dass dann der DLC eigentlich beendet ist. Deswegen, das war jetzt falsch. So, ich überlege, ob wir einmal zurück nach Idylla gehen. Ja, wir gehen einmal zurück nach Idylla. Dann werde ich mit dem Steinmetz sprechen beim nächsten Mal. Und ihn fragen, was es mit seiner Frau auf sich hat. Weil, wie gesagt, meine Theorie ist, sie ist damals gestorben. Und er hat diese Statue für sie errichtet und möchte gern die Statue besuchen, vielleicht sie auch fertigstellen und darf die Stadt nicht verlassen. Ich nehme es mal an. Gucken wir mal, ob es tatsächlich so ist. Und dann werden wir hier noch in der Kanalisation die Sachen machen. Und danach erst mit dem Primos uns treffen, denke ich mal. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Macht's gut, tschüss, ciao und bis dann.